Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet doch einfach das Video und weiter geht's in unserer wunderschönen Stadt, in der ich offscreen ein bisschen was gemacht habe. Ihr seht es hier schon. Ich habe die Autobahn jetzt unterirdisch gelegt. Wenn wir mal gucken. Sieht natürlich unterirdisch nicht so toll aus. Ich habe wieder diese Kurve hier angewandt, aber habe mir wie gesagt beim Aussehen nicht viel Mühe gegeben. Ich habe hier noch diesen Kreisverkehr benutzt. Das ist der, wartet ganz kurz, der High Traffic Roundabout hier. Oder das High Traffic Roundabout, ich habe keine Ahnung. Ziemlich teuer, aber es ist von Debitor, falls ihr den kennt. Der hat ja einen City Skylines Kanal, der irgendwie nur 20.000 Abonnenten hat, aber den gucke ich sehr gerne. Und der hat halt diesen Kreisverkehr in einer Stadt gebaut und dann halt jetzt auch in den Workshop getan. Ich finde den ziemlich praktisch, weil der halt wirklich schon mit sowas Unterirdischem hier verbunden ist. Hier fahren Leute lang, weil, wie gesagt, die Autobahn war ja vorher oben und ich habe alles im Pausenmodus gebaut und deswegen wurden die Autos auf die Straßen teleportiert. Jetzt fahren die ja alle unten geschmeidig rum und wir fangen heute am besten an, hier ein bisschen Infrastruktur einzubauen. Ja, nämlich auch gerade ziemlich hohe Nachfrage, weil ich ein bisschen dann noch außerhalb des Pausenmodus war, um ein Thumbnail zu machen für die letzte Folge. Und ich mache mal hier gerade ein paar Problemgebäude weg. Die Altstadt sieht mittlerweile richtig schön aus. Und by the way, tut mir leid, wenn der Ton vom Spiel sich ein bisschen blöd anhört. War zumindest bei Fortnite so, habe ich gerade ein paar Aufnahmen gemacht. Da war der Ton nicht so nice und eigentlich relativ ungebrauchbar. Aber ja, weiter geht's hier in unserer wunderschönen Stadt. Das ist mittlerweile schon die 11. Folge, ist heftig. Aber ich produziere auch sehr viel vor, für was auch immer. Und irgendwie laggt es gerade ein bisschen, wenn ihr mich fragt. Keine Ahnung, ob das bei euch auch so ist. Die Green Cities Gebäude sind jetzt mittlerweile auch auf einer sehr hohen Stufe. Wenn ihr mal hier guckt, wenn wir mal hier auf die Stufen gehen. Die dunklen hier, diese ganz dunklen, sind die auf der höchsten Stufe. Und ja, je heller es ist, desto niedriger sind halt die Stufen. Aber die sind schon alle ziemlich weit. Nur die Bürogebäude hier müssen bald mal hier ein Level-Up machen. Und diese Gebäude, was verändert sich bei denen eigentlich? Werden die größer einfach nur? Passen dann mehr Leute rein? Und wieso passen hier nur 9 Haushalte rein? Das macht doch gar keinen Sinn, Leute. Aber das meinte ich. Guck mal, hier sind einfach so Ecken dabei. Sieht so richtig, das sieht schon recht realistisch aus, mit Ausnahme von Sachen wie hier. Dann muss ich dann ein bisschen den Boden korrigieren. Kann ich da. Aber ja, normalerweise wäre eine Ecke, deswegen mache ich das nochmal weg. Obwohl, hat nichts gebracht. Wir haben gerade Nachfrage für alles außer Gewerbegebiet, aber die Performance bricht gerade tatsächlich schon ein bisschen ein. Was schade ist, Leute. Ja, ganz ehrlich, ich weiß überhaupt nicht mehr, was hier überhaupt hin soll. Ich würde sagen, hier machen wir auch so ein bisschen Altstadt-Look rein. Aber auch nur ein bisschen. Ich hätte hier auch sehr gerne ein bisschen Innenstadt. Im Sinne von, dass einfach die beiden hier verbunden sind. Ich glaube, die Autobahn ist tatsächlich schon Verbindung genug. Wir können ja gucken, ob der Verkehr dann einbricht. Und jetzt machen wir erstmal innerhalb dieses Viereckes hier ein bisschen Infrastruktur. Sind leider nicht ganz parallel zueinander, was ein bisschen schade ist. Weil das Grid dadurch ein bisschen einbricht, was leider natürlich sehr unrealistisch ist, aber ja, obwohl die Straßen korrigieren das ein bisschen. Wir bauen einfach mal hier das Grid durch und schauen uns das dann gleich mal an. Ist das? Ja, das ist okay. Hat jemand Interesse an einem gebrauchten Limousine? WTF? Was hast du mit Limousine? Ich mach mal die Straßenvorgaben weg, denn die nerven. That sucks. Ah, wohl warte, das ist schräg. Ist das denn in einen 90-Grad-Winkel angebracht? Hallo? Ist das hier? Muss die Straßenvorgaben wieder anschalten. Gott im Himmel, ich will einfach nur was parallel dazu bauen. Ist das so viel verlangt? Dieses scheiß Spiel, Alter. Mann, ey, es nervt. So, so. Ja, jetzt ist es parallel. Perfekt. Dann auch noch diese Straße. Wir machen die Straßenvorgaben trotzdem mal weg. Was zur Hölle ist das? Das sieht doch scheiße aus, Leute. So, perfekt. Verbinden wir das auch nochmal. Jetzt fehlt nur noch hier ein bisschen Infrastruktur. Ja, machen wir mal so. Neues.
Ich habe auch bemerkt, wir haben mit Green Cities einen Central Park bekommen, der ziemlich nice ist und ziemlich groß natürlich ist. Alter. Hier ist halt der Central Park. Und deswegen, warte, wie viel Uhr ist das? 12. Das heißt, hier müssen noch 2 Uhr hin, ja, obwohl. Ich wollte halt hier, dass das so schön eine Gerade ist, aber ist jetzt auch egal. So, machen wir nochmal das. Für den Central Park brauchen wir, soweit ich weiß, 4 Gewerbegebiete mit der Spezialisierung von Green Cities. Ich weiß nicht mehr ganz, wo der war. Hier? Central Park, Tatsache, nein. Lassen Sie Parks und Plätze von 5000 Leuten besuchen. Ich habe die Mod deaktiviert, mit der man die Karusselle halt auch im Park platzieren kann, sodass die zu Parkgebäuden werden. Und ich glaube, jetzt muss ich das einfach noch so ein bisschen regenerieren. Und dann haben wir das auch wahrscheinlich bald schon. Ich markiere das mal schon mal als Stadtviertel. So, kurze Timelapse. Ja, das sind die schönen Momente im Leben. Ah, ich mag das, Leute. So, das Stadtviertel haben wir hier schon gemacht. Das ist das Zentrum dieser Insel. Die Frage ist, wie nennen wir diese Insel? Soll ein bisschen ländlicher werden. Eine Altstadt kann das nicht sein. Das ist einfach die Südstadt. Südstadt. Ich würde sagen, kann man ja nicht wirklich bestimmen, aber ich würde sagen, das hier ist der Süden. Und zur Feier des Videos, welche Feier, würde ich einfach mal gerne Feuerausbreitung deaktivieren. Was? Würde ich gerne den Tag-Nacht-Zyklus benutzen. Dann kann es nämlich gleich auch Nacht werden. Südstadt nehme ich natürlich wieder den europäischen Stil. Ist der ausgewählt? Ja, ist er. Nice. Hier oben machen wir dann wieder die Green City Spezialisierungen. Aber hier weiter unten nicht. Und, ja. Gewerbegebiet ist gerade die höchste Nachfrage. Warte, wir haben überhaupt kein Wasser auf dieser Insel. Das sollte sich langsam ändern. Wasserverfügbarkeit geht langsam zugrunde. Deswegen stellen wir einfach mal noch eine Pumpe auf. Und erweitern das Grid der Wasserversorgung. So. Perfekt. Alles gemacht. Und erstmal die dicht besiedelten Sachen hier hinklatschen. Gibt es eigentlich auch Green Cities europäische Sachen? Das würde mich mal interessieren, ob es die gibt. So, natürlich wird hier erstmal noch nichts gebaut. Offensichtlich. Ich meine, die siedeln ja nicht einfach an einer... Oh, sie siedeln doch an. Ja, man baut ja nicht einfach seinen Laden bei einer unbewohnten Insel. Die werden jetzt auch erstmal überhaupt keine Käufer haben. Und deswegen stellen wir denen hier mal ein paar Wohngebiete hin. Und gleich müssen wir auch mal... Würde ich gerne mal eine Zuginfrastruktur erstellen. Damit wir einfach Güterzüge in diese Stadt einbauen können. Damit die Gewerbegebiete auch gut beliefert werden. Oh, stimmt, Lautstärke. Stimmt, noch ist das überhaupt nicht laut, aber... ja, ich würde trotzdem sagen... Ab hier sollte lieber niemand mehr wohnen. Ab hier sollten nur noch Gewerbegebiete existieren. Wohl doch eher lieber Bürogebiete. Die sind ja auch schön ruhig. Und brauchen keine Ruhe. Wunderbar, Wunderbärchen. Wie hier alles so schön gebaut wird. Aber ich glaube, mit diesen Gebäuden ist es besser, wenn man hier die Straßen durchführt, damit die Ecken auch schön gebaut werden können. Jetzt baut die gefälligste Ecken. 2 identische Häuser direkt nebeneinander. Nice. Aber hier seht ihr, die sind wirklich sehr schön miteinander verbunden. Sehr nice gemacht, Leute. Natürlich haben wir hier auch noch überhaupt gar keine Nachfragenstellung. Was natürlich nicht so nice ist. Hier packe ich einfach mal einen Karussellpark hin. Ich gucke jetzt aber mal regelmäßig zum Central Park. 300 Leute, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, Leute.
Wie läuft's in der Innenstadt, Alter? 14.000 Einwohner, nice. So, das Haus und das Haus bitte mal abreißen. Aber es freut mich, dass die Stufen hier schon so aufsteigen. Ja, es sind einige Gebäude hier auf letzter Stufe, vor allem das hier. Das ist so mein Lieblingsgebäude. Aber ein bisschen unlogisch, dass da wirklich nur 26 Haushälter drin sind. Keine Ahnung. Alter, die meisten hier drin sind hochgebildet. Ja, nice, Alter. Apropos Bildung. Wir sitzen hier überhaupt aus. Oberschule gibt's hier wohl nicht so. Kann ich das hier irgendwo hinsetzen? Hier kann ich eine Oberschule hinsetzen, glaube ich. Nee. Wo ist denn das Parkgebäude? Ach, egal. Ich setze eine normale Schule. Hallo. Ja, nicht an der Ecke. Wenn, dann schon dahin. Und die wunderbaren... Nein, nicht das. Die wunderbaren Heißluftballons. Werden die denn auch fleißig benutzt? Hallo? Ich will nicht auf das Stadtviertel klicken. Hier, das benutzt keiner. Oh, ich habe gerade eine Discord-Nachricht gekriegt. Falls ihr das gesehen habt, das war der Co. Ja, hier wird schon ordentlich besucht. Wir beschleunigen einfach mal ein bisschen die Zeit. Und es wird schon dunkel. Wie ihr wahrscheinlich unschwer erkennen könnt. Die Städte sehen im Dunkeln tatsächlich ganz schön aus, aber es ist ein bisschen schwieriger da zu bauen. Deswegen bin ich kein großer Fan der Dunkelheit in diesem Spiel. Ich mache hier nochmal ein bisschen Wohngebiet. Und den Rest ein bisschen Bürogebiet hin. Nice. Denn wie gesagt, die sind ziemlich laut. So. Müll. Cheat-Anlage. Hol den Müll ab. Ich liebe diese Kreisverkehre hier wirklich. Soweit ich weiß, ich würde jetzt ganz gerne einfach eine Straße hinbauen. Einfach mal. Oh, ja, stimmt. Macht keinen Sinn, das jetzt unterirdisch zu bauen. Ich will da nämlich was ranbauen. An den Kreisverkehr. Ein einzigartiges Gebäude. Keine Ahnung, ob ihr es ahnt. Wenn ihr den City Skylines Kanal von Demeter seht, ahnt ihr es wahrscheinlich schon. Oh, nein, Parklife. Nein, das ist es auch nicht. Das ist es. Yay! Ist das mittig? So halb. So, dann markiere ich aber mal das. Nice. Haben wir erfolgreich hier gesetzt. Und dann machen wir nochmal ordentlich Bäume hier hin. Hui! Damit das hier schön aussieht. Und keinen um die hässliche Straße aufhält. Denn so ein Turm, der soll ja auch toll aussehen. Warum ich das einfach so in den Kreisverkehr reinmache, ist, da ist nicht viel Verkehr in der Nähe von solchen Gebäuden. Und ihr seht schon, es ist Nacht und die Innenstadt... La Fada. Ja, nice. Die Innenstadt sieht ja voll schön aus. Vor allem hier. Sieht ja richtig nice aus. Alter. Leute, ich bin gerade richtig stolz auf unsere Stadt. Die sieht hier voll schön aus. Ich hoffe, es leckt nicht zu sehr für euch. Denn irgendwie ruckelt gerade ein bisschen bei mir. Und die Performance bricht gerade irgendwie ein bisschen ein. Vielleicht ist einfach die Stadt schon ein bisschen zu groß für meine Aufnahme. Ich habe ja keinen Killer-PC, ich habe einen völlig normalen PC. Völlig normal im Sinne von 2060 RTX-Grafikkarte. Hallo. Ich mache vor allem diesen Mauszeiger mit dem Licht. Yay, recyceln. Ja, recyceln ist toll. Ich sag ganz kacke, wie sieht denn Alter, der Park? Und hier sind immer noch voll viele Leute. Ich find's immer toll, wie die Nacht mehrere Tage geht. Ja, okay, wäre auch ein bisschen komisch. Sorry. Wenn hier irgendwie so Tag, Nacht, Tag, Nacht. Das wäre ein bisschen all. Und Bro-Gebiet nach Frage. Sorry, dass ich das so ausspreche. Aber es muss sein. Die Südstadt wird schon ordentlich bewohnt. Die Leute, die lieben es hier zu leben.
So ein bisschen Freizeit kann ja auch nicht schaden. Freizeit für euch alle, damit ihr schön ordentlich Level-Ups kriegt. Und Transport kann natürlich jetzt auch mit diesen ganzen unterirdischen Sachen ein bisschen schwierig werden. Ich mache einfach mal hier eine U-Bahn-Station und da. Ah, Tinnitus. Juhu. Und hier muss ich einfach so auf 36 Meter Tiefe gehen. So tief einfach. Tief ist in der Abstieg. Holy shit. Nice, Alter. So. Dann verbinde ich es mal hiermit. Ich hoffe, ich kann eine Station setzen, neue Linie hinzufügen. Funktioniert das? Ja, es funktioniert. Nice. Dann auch wieder hier eine Haltestelle. Und da. Jetzt will ich aber gerne auch in die andere Richtung einen wunderbaren Kreis haben. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Bin zu faul, es nachzurechnen. Nice. Perfekte U-Bahn-Station-Verbindung. Wir haben nur 400 Besucher pro Woche. Oh, ach, die Busse werden von niemandem benutzt. Können wir die auch gleich wieder wegmachen? Stimmt, wir haben ja überhaupt kein Busdepot. Natürlich werden die von niemandem benutzt. Das sind wahrscheinlich die neuen U-Bahn-Linien. Oder? Nee. Wow. Als ob niemand nach Mickey Land fahren will. Feuer! Feuer! Schnell! Lol, alle drehen um. Wieso dreht ihr einfach um? Ihr dreht an einem brennenden Gebäude um. Seid ihr dumm? Was ich auch mal gern gegen Ende dieser Stadt machen würde, ist, dass wir einfach irgendwie so alle Feuerwehrgebäude abreißen. Ich finde das mal ganz cool. Habe ich noch nie gemacht. Ob dann unsere ganze Stadt abfackelt. Ob wir dann so einen riesigen Brand haben. Und was passiert, wenn wir die Feuerwehr dann wieder aktivieren? Und die einfach alles löschen müssen. Yay! Palmasu hat Stufe 3 erreicht. Nice. Der Palmasu. Was haben wir denn alles Neues? Eine Anlage für Meereslebewesen. Ja, die kannst du vergessen. Da haben wir halt einfach kein Wasser. So, ein Elefantengehege. Nice. Und wieso haben die schon wieder Wege drin? Ort ist bereits belegt. Von was? Ach so. Davon. Oh, das ist bereits belegt. Ach so, die Straße. Oh man. Ich würde noch mal ganz gerne einen Weg hier durchbauen. So, warte, wir müssen das mal wieder aktivieren. So. Perfekt, dass hier so ein Weg einfach mal drum geht. Und dann machen wir das wunderbare Elefantengehege dahin. Denn Elefanten sind nice und toll und überhaupt. Und ich mag Affen und Bananen und alles gleichzeitig. Und ich bin Lars oder so. Obwohl ich den überhaupt nicht mag. Ich mochte die aber mal. Chaos Flo, Arasul, Lars oder so. Ich mochte die alle mal. Und jetzt sind sie alle, ja, nicht ganz so toll geworden. Wenn ihr versteht, was ich meine, Zwinker. Flamingo-Gehege haben wir auch noch, Alter. Bitte hab keinen Weg, bitte hab keinen Weg, bitte hab keinen Weg, bitte hab keinen Weg. Natürlich hast du einen Weg. Alle haben einen Weg. Ich hasse Wege. So. Dann verbinden. Und ein bisschen gerader machen. So, und du? Hallo. Du bist nochmal ein bisschen verschoben. Du zur Toilette, du. Und hier machen wir dann nochmal ordentlich Bäume hin. Ja. Mit ordentlich Bäume meine ich auch ordentlich. Aber es sieht irgendwie ein bisschen all aus. Neben den ganzen anderen Bäumen hier, die halt nicht so häufig sind. Oh, wird schon gehen so. Ja, wird schon gehen so. Ich bin so alleine. Ja, das ist kidding.
Palmasur, der ist wirklich schön geworden, muss ich sagen. Also ich finde ihn zumindest sehr schön. Allgemein, die Innenstadt sieht ja auch bei Nacht richtig schön aus. Ist klar, dass die Workshop-Gebäude kein Licht haben. Wurde natürlich nicht so eingebaut. Und die Sonne geht wieder auf und alle haben keinen Strom. Nicht genügend Stromerzeugung. Das jetzt so nicht. Nice. Wieder genügend Strom. Genügend Strom. Nice. Müll wird alles abgeholt. Oh, wir haben keine Feuerwehr. Ist das ein Feuerwehrhaus? Das ist ein Feuerwehrhaus, lol. Fast genau gleich groß. Nice, Alter. So, packe ich hier mal das Feuerwehrhaus hin. Und hier mal das Polizeihauptquartier. Ja, ich finde es auf jeden Fall gut, dass wir zwei dieser Kreisverkehre haben. Ach, keine Besucher. Aber diese Kreisverkehre sind wirklich gut. Ihr fahrt dann sozusagen von unten auf der Autobahn hier auf diesen Kreisverkehr und könnt dann in alle Richtungen, in die ihr wollt. Die Stadt wird ja, das wird ja auch alles dicht besiedelt. Ja, wir machen einfach mal ein Bürogebiet. Bürogebiet ohne Ende. Denn Bürogebiet ist nice. Klatschen wir noch ein bisschen Wohngebiet hin. Und dann war es das auch gleich schon für die Folge. Wir malen hier einfach noch alles ein bisschen an. Damit das hier wunderschön aussieht. Ich finde aber, es sieht auf jeden Fall wunderschön aus mit diesem Turm hier. Ich finde das nice. Ey, wieso bist du kein Eckgebäude? Das ist doch eine Ecke hier. Obwohl, es ist doch keine Ecke. Schade. Ein bisschen all. Aber egal. Hier haben wir alle unsere schicken Gewerbegebiete. Es ist schon schön gemacht, dieser europäische Stil. Das Blöde ist, viele Leute wissen überhaupt nicht, dass es den gibt. Beziehungsweise, wie man ihn überhaupt aktiviert. Konnte man ja in meinen Videos sehen. Werden die Transportmittel benutzt? 48. Und 167. Nice, Alter. Hauptstadt! Yay! Das, was ich heute erreichen wollte. Leute, das müssen wir noch verbauen. Das Blöde und Nervige ist, wir brauchen Schiffrouten. Und deswegen können wir wahrscheinlich... Ja, obwohl, wir können an dieser Insel... Das wird halt eine Industrieinsel, Leute. Hier machen wir dann alles mit Exporten und Importen. Können wir einen Hafen... Wir können einen Hafen dran bauen. Wie cool ist das denn? Hier, auch hier ran? Ja, nice. Ich wünsche nur, man könnte die Straße daran ersetzen. By the way, man kann ja auch einfach mit Move It verschieben. Auch ganz praktisch. Alter, nice. So, hier klatsche ich einfach mal einen Hafen hin. Die Straßen mache ich unterirdisch weiter. So, 7 Uhr. Auch 7 Uhr. Nice. Klatschen wir aber auch nochmal Parkwege hin. Beziehungsweise, wir klatschen hier nochmal ein Parktor hin. Hier, Parknebentor. Perfekt, direkt hier hin. Macht aber nicht so viel Sinn. Wir sollten hier die Straße mal ein bisschen verlängern. Denn sonst können wir da überhaupt keinen Überweg machen. Und die Leute kommen zu Fuß überhaupt nicht. Ich mache nochmal 5 Uhr. Nochmal 5 Uhr. Und dann geht's runter. Denn sonst haben wir keinen Platz für den Weg. So, nice. Nice. Klatschen wir direkt mal Wege hin, die aus irgendeinem Grund im Landschaftsbau sind. Alter, 12 Meter hoch. Sieht nicht so schön aus, wenn ihr mich fragt. Mal auch bitte auf dieser Höhe bleiben. Wow. Wie dumm ist das denn? Ist ja kacke gemocht hier. Alter, es geh einfach. Was ist dein Problem? Sieht doch vollkommen realistisch aus. Naja, wir werden das in dem Ausmaß nicht mehr zu Gesicht bekommen. Nice.
Das hier ist verbunden und ich würde sagen, das ist auch schon weit genug. So. Machen wir nochmal das. Und dann ist das auch mit einem Weg verbunden. Und Leute können direkt vom Hafen aus in unseren Park reingehen. Ja, Straße brauchen wir natürlich auch noch. Ich würde sagen, wir machen hier mit dieser Straße weiter. Damit wir das direkt damit verbinden können. Hallo? Ist er unterirdisch? Oh, okay. Kann man mit dieser Straße nicht unterirdisch bauen? Scheinbar. Schade. Okay. Okay, hier geht dann direkt eine Straße hoch. Und dann können Leute auch von da aus los. Wir machen noch mal ein bisschen Frachthafen, dies, das. Ach so, schade, von da aus geht's leider nicht. Ich klatsche einfach noch mal hier einen Frachthafen hin und hier einen normalen Hafen. Denn die sehen wunderschön aus. Die verbinden wir dann auch gleich miteinander. Aber den mache ich noch ein bisschen weiter weg, damit die ein bisschen symmetrisch sind. Verbinde ich dann gleich mit Straßen und verbinde die dann hier mit den Kreisverkehren. Und ja, Leute, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Leute. Woo!